Hallo zusammen und danke fürs Einschalten. Dieses Video ist ein Kurztutorial für das sogenannte X-Muster, das ihr hier seht. Das ist eigentlich nur eine ganz kleine Variation von einer normalen festen Masche, aber ihr erhaltet ein wunderbar gleichmäßiges Ergebnis wie hier. Das X-Muster wird grundsätzlich in Runden gehäkelt. Dass ich hier einmal kurz eine Luftmasche vorbereite, anhand derer ich das zeigen kann. Ihr benötigt keine besondere Maschenzahl oder sonstiges. Es ist, wie gesagt, lediglich eine kleine Variation einer festen Masche. Und wie gesagt, meistens in Runden gehäkelt. Deshalb findet ihr es oft bei Kuscheltieren, Amigurumi und solchen Dingen. So, für das X-Muster stechen wir erstmal ganz normal ein und das Einzige, was wir jetzt ändern, ist, dass wir den Faden unter die Nadel legen und ihn dann nach vorne ziehen. Anschließend schließen wir die Masche dann ganz normal. Wir stechen ein. Der Faden wird unter der Nadel lang gelegt, um ihn nach vorne zu ziehen, und die Masche wird geschlossen. Und nochmal. Wir legen den Faden unter der Nadel lang, ziehen ihn nach vorne und schließen die Masche. Und ihr könnt ja schon wunderbar sehen, wie diese kleinen X'e entstehen. Und wie gesagt, das ist tatsächlich auch schon alles zu diesem Muster. Eine winzige Änderung zur normalen festen Masche, aber das macht tatsächlich den ganzen Unterschied. Also, dass man den Faden unter die Nadel legt, führt direkt zu einem gleichmäßigeren Ergebnis. Ja, und das war auch schon das ganze Tutorial. Wie gesagt, ein Kurztutorial. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch gerne ein Like und abonniert meinen Kanal.